Das Märklin-Wunderrad. Es wird von einem Zug angetrieben und begrüßt so seine Gäste. Seit Jahren steht es bei einer Ausstellung am Eingang der Museumshalle in Gaggenau. Die Ausstellung heißt Tischbahn trifft Unimog. Bei der Veranstaltung, die normalerweise im ausgehenden Winter stattfindet, sind diverse historische Märklin-Anlagen fester Bestandteil in unterschiedlichen Versionen. Wir sehen hier eine originale Märklin-Schaufensteranlage, welche 1969 produziert wurde, um Werbung in den Schaufenstern der Spielläden, Warenläden zu machen. Besonders daran ist, dass die 1969 die erste Anlage war mit dem K-Gleis, um das neue K-Gleis-System zu präsentieren in den Läden. Darum ging es bei dieser Anlage. Ähnlich wie die Schaufensteranlagen hat Märklin Werbemittel produziert, die dann in den Schaufenstern ausgestellt wurden oder auf der Ladentheke. Und das ist eine sogenannte Etagere, die war als Werbemittel gedacht, um die entsprechenden Loks des Jahrgangs zu präsentieren. Ist sehr selten, weil die ist nur aus Pappe im Prinzip produziert und war eigentlich nur für ein Jahr im Schaufenster gedacht und nicht für die Ewigkeit zum Aufheben. Hier kann man ältere Märklin-Schätze in der Baugröße H0 bewundern. Die Stromlinien-Lok SK800 kostete in den 50er Jahren stolze 65 D-Mark und ist der unerfüllte Traum vieler kleinerer und größerer Buben geblieben. In den 30er Jahren hat dieses Kleinod seinen Ursprung. Was sehen wir denn hier Schönes? Das ist eine Werksanlage von Märklin aus einer Vorlage von 1939, nachgebaut aus dem alten Katalog mit Metallbaukastenkombination, mit der Spur 00 Miniaturtischbahn. Und alles im Prinzip nur aufgrund von der einen Abbildung rekonstruiert von dem Thomas Demann. Und also ist eine wunderschöne Anlage geworden, finde ich, die einfach sehr viel Nostalgie ausstrahlt und ja, also auch von vielen Leuten hier bewundert worden ist. Thomas Demann hat die gebaut. Genau, da gibt es vielleicht, kannst du gerne mal zeigen, dann die Abbildung dazu auch, die er als Vorlage genommen hat und damit dann eigentlich geguckt und gesucht, welche Teile brauche ich dafür, das Ganze besorgt und getüftelt genau, was wie wo steht, also dann entsprechend genau die Masten von der Oberleitung positioniert und ist also echt eine schöne Geschichte geworden. Auf recht ungewöhnliche Art und Weise wird der Gotthard nachgestellt, auf dem das legendäre Krokodil seine Runden dreht. Das ist ja sicher nicht das Betto von zu Hause. Nein, das sind Tischdecken, die als Gebirgsmassiv genutzt werden auf einer Anlage, die wir im Kofferraum von Berlin hergebracht haben. Zum ersten Mal aufgebaut hier zum Jubiläum des Krokodils, das auf der Gotthardbahn eben verkehrt. Das ist die Intention gewesen hinter diesem Bauwerk. Das sind Trassenbretter, die halt hier in 10 mm Käfersperrholz entstanden sind, die miteinander verbunden sind, in so einer Verzahnung mit zwei Splinten verbunden. Eine sehr stabile Angelegenheit. Dahinter verbirgen sich drei Bierbänke auf Biertischen und so lässt sich das sehr stabil aufbauen. Also die Biertische mussten wir in dem Fall nicht transportieren, die haben wir eben gestellt bekommen. Dann sind noch diese Tunnelportale gebaut worden, damit man eben das Betttuch von einem Gleis weghalten kann. Und ein paar Gebäude dazu und schon ist das eine Anlage, die so ein bisschen Schweizer Anmutung hat. Das ist die Idee dahinter. Eine Idee, die zur Nachahmung einlädt, mit, aber auch ohne Krokodil.